Nur Marita. Die will immer die Erste sein. Nun, Bibi, wir setzen alle Hoffnungen auf Marita. Sie ist nun mal an unserer Schule das größte Talent. Was? Bibi Blocksberg will auch mitmachen? Als was denn? Als Pausenclown? Marita, ich muss schon bitten. Also ich finde, wenn jemand zwei linke Hände und Füße hat, dann hat er auf dem Sportfest nichts verloren. Marita! Na, ist doch wahr. Du bist ehrlich die blödeste Ziege, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Ha! Und du bist die tollpatschigste dumme Kuh, die mir je untergekommen ist. Sag das nochmal. Tollpatschige Kuh. Blöde Ziege. Hexenbesen. Wenn du nicht sofort still bist, dann werde ich dich in eine Schultafel verhexen. Frau Laufer. Bibi Blocksberg droht mir. Sie will mich verhexen. Bibi, du weißt genau, dass du dieses seltsame Talent in der Schule nicht verwenden darfst. Darüber sind wir uns doch einig, oder? Ja, ja. Trotzdem ist sie eine doofe Ziege. Mäh. Mu. Oh, dir werde ich's geben.